und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Ich hatte mir für meinen Urlaub extra den neuen Roman von Isabel Allende gekauft, Der Wind kennt meinen Namen, damit ich überhaupt so gar nicht in die Versuchung komme, an meine Arbeit zu denken. Ich wollte echt völlig abschalten, völlig raus, denn ich bin oft echt müde von langen Tagen und dann merke ich, dass ich auch den Kopf nicht so richtig ruhig kriege. Das ist zwar ein selbstgewähltes Schicksal von einem Traumjob, der einfach so viel Freude macht, dass ich gar nicht aufhören will, aber es ist eben trotzdem manchmal anstrengend. Und deswegen war in meinem Koffer für Bali waren 2 Romane und 3 Sachbücher. Ich wollte ja schließlich nicht, dass mich dann doch mal der Wissensdurst packt und dann habe ich nichts zu trinken. Das wäre für mich ziemlich undenkbar. Ja, und dann stehe ich da und dann lese ich so die Klappentexte durch und frage mich, was packt mich, was reizt mich? Und dann war ganz schnell klar, das neue Buch von Schulz von Thun, Erfülltes Leben. Doch wieder der Job? Nee, nicht. Es ist nicht der Job. Und das wird mir beim Lesen nämlich so richtig klar. Ich kann nämlich meinen Job und mein Leben überhaupt nicht voneinander trennen. Und mit jeder Seite, die ich dann lese, spüre ich wirklich, ich habe ein erfülltes Leben. So, das, was ich dir gerade erzählt habe, so ähnlich, das war auch der Anfang eines Posts, den ich über dieses Buch Erfülltes Leben von Schulz von Thun auf LinkedIn veröffentlicht habe. Und du kennst das sicher, wenn man was postet, dann schaut man auch hin und wieder nach, was es für Reaktionen gibt. Und dieser Post, der ging raketenartig ab. Offen gestanden, das habe ich eher selten. Für mich sind so 10 Daumen okay und wenn ich so eine Reichweite habe von 500, 600, dann finde ich das auch nicht schlecht und ich arbeite ja auch schließlich 1:1 und da brauche ich eigentlich auch gar nicht die Tausende, die kann ich sowieso nicht beglücken mit meiner Arbeit, so viele Aufträge kann ich gar nicht annehmen. Aber dieser Post, der ging in wenigen Stunden wirklich ab. Ich habe da jetzt 72 Daumen, Herzchen, Glühbirnen, 17 Kommentare, obwohl ich gar keinen Call to Action ans Ende geschrieben habe und eine Reichweite von knapp 3000. Das ist für mich der echte Wahnsinn. Jetzt erzähle ich dir das aber nicht, um anzugeben, was ich für einen tollen Post geschrieben habe und was mir da gelungen ist, sondern ich möchte dich in der heutigen Folge mitnehmen in meine Gedanken über ein erfülltes Leben. Denn diese unglaubliche Resonanz, die zeigt mir, dass dieses Thema wirklich wichtig ist für viele. Ich habe da nicht einfach mal besonders toll geschrieben und was besonders Tolles mir überlegt, indem ich dieses Buch vorgestellt habe, sondern ich habe ein paar Gedanken von mir und ein paar Erlebnisse von mir natürlich da auch beschrieben. Aber das Eigentliche, warum das die Menschen wirklich so gepackt hat, das ist nach meiner Hypothese wirklich das Bedürfnis, sich über tiefe Dinge Gedanken zu machen. Und das eins davon ist die Frage, wie komme ich zu einem erfüllten Leben? Und ich möchte dich jetzt mal fragen, ob du als Coach schon dein erfülltes Leben lebst oder ob dir vielleicht noch das ein oder andere fehlt, um den ersten Schritt zu gehen, der dir dann wirklich auch die Erfüllung bringt. Ich weiß, dass hier überwiegend Coaches zuhören oder sagen wir mal Frauen, die kurz davor sind, den Schritt in die Selbstständigkeit als Coachin zu gehen. In der Arbeit mit meinen Kundinnen habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade diese berufliche Veränderung hin zu so einem Coaching-Business, zu der Tätigkeit als Coach, das ist viel mehr als ein Jobwechsel. Da geht es nicht nur um eine neue Stelle, sondern es geht wirklich um eine bewusste Entscheidung für etwas Neues, was deutlich mehr Erfüllung bringt als das Zurückgelassene. Und genau das ist für Schulz von Thun auch der erste Weg zum erfüllten Leben, nämlich die Wunscherfüllung. Eigene Träume und Visionen verwirklichen. Warum hast du eine Coaching-Weiterbildung gemacht? Was wolltest du lernen? Was wolltest du erkunden? Und was hat dich wirklich motiviert, genau diesen Schritt zu gehen?
Warum nicht irgendeine andere Fortbildung? Warum Coaching? Bei mir war es damals der Wunsch, mehr darüber zu erfahren, wie Menschen funktionieren. Ich wollte verstehen, woher bestimmte Verhaltensweisen kommen, was unser Handeln steuert. Und dann wollte ich natürlich auch lernen, wie ich dabei unterstützen kann, Krisen zu überwinden, Probleme zu lösen und mehr Zufriedenheit ins Leben zu holen. Und mein Traum war dann anschließend, Resilienz zu fördern, damit genau das möglich ist. Und dann wurde der Traum noch größer. Ich arbeite jetzt mit super motivierten Frauen, die ebenfalls ihre Träume mit ihrem Coaching-Business umsetzen wollen. Und das ist so das, was ich auch dann nach jedem Gespräch fühle. That's it. Das ist genau mein Ding. Und dann hat ja mein Traum auch quasi so einen Schneeballeffekt, denn jede Coachin leistet wiederum einen Beitrag, vielen anderen Menschen zu helfen. Und so sorgen wir ja gemeinsam dafür, dass die Welt irgendwie ein kleines Stückchen besser wird, indem wir unsere Träume umsetzen. An welcher Stelle stehst du gerade? Hast du da deinen Traum oder deine Träume und deine Vision schon verwirklicht? Vielleicht eben auch mit deinem Coaching-Business? Oder wabert diese Idee durch dein Gehirn und du denkst, diesen Traum möchte ich eigentlich endlich umsetzen? Um mit Schulz von Thun zu sprechen, das wäre dein erster Weg zu einem erfüllten Leben. Dir genau diesen Wunsch zu erfüllen. Ich bin mir sicher, dass du diese Sehnsucht spürst. Sonst hättest du vermutlich gar nicht erst viel Geld und Zeit und Energie in eine Weiterbildung investiert. Es gibt so ein schönes Zitat von Goethe, das möchte ich dir hier einfach mal mitgeben. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen. Vorboten dessen, was wir zu leisten imstande sein werden. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. Der zweite Weg bei Schulz von Thun ist die Sinnerfüllung. Einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft leisten. Bei der Wunscherfüllung, da wird die Frage beantwortet, was hat sich für dich erfüllt? Und bei der Sinnerfüllung, da geht es um die Frage, was hat sich durch dich erfüllt? Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Kundin, die schon am Anfang sehr genau wusste, wo sie hin will, was ihr Ziel ist. Sie sagte im Gespräch, starke Mütter, starke Kinder. Ich finde, das ist schon auch ein unglaubliches Motto. Sie will Mütter unterstützen, damit die in der Lage sind, schon in den ersten Jahren ihre Kinder wirklich so zu begleiten, dass sie geliebt, gesund und selbstsicher aufwachsen können. Ich finde, das ist eine wunderbare Vision. Und hier wird doch auch sofort klar, was für einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft dann diese Coachin mit ihrem Business leisten wird. Starke Kinder, die brauchen wir. Schulz von Thun bringt diese beiden Wege mit seinem inneren Team zusammen. Zwei Stimmen melden sich zu Wort. Zu viel Wunscherfüllung klingt nach gnadenloser Selbstoptimierung. Und zu viel Sinnerfüllung kann auch in Depression enden, wenn ich nur nach dem Motto lebe, ich sollte mal dies tun, ich sollte mal das tun. Und ich finde immer, wie so oft, geht's dabei eben auch nicht nur ums Entweder-Oder, sondern es geht wirklich um ein Und. Teil des Ganzen zu sein, also das Sinnhafte in der Gesellschaft, dass durch einen in der Gesellschaft auch was Positives sich verändert und auch man selbst zu sein. Das gehört beides für mich einfach untrennbar auch zusammen. Ich habe für mich das Gefühl, dass ich die Sinnerfüllung quasi im doppelten Sinne habe. Ich trage dazu bei, dass kompetente Coaches sich mit ihren Ideen verwirklichen. Und gleichzeitig haben dadurch immer mehr Menschen die Möglichkeit, gute Entscheidungen für ein glückliches Leben zu treffen. Und das fühlt sich so gut an. Ich bin wirklich ganz oft beseelt von meiner Arbeit. Neulich endete ein Call mit dem Satz, ja, jetzt geht die Lampe an. Oder, ja genau, jetzt sehe ich echt klar. Und dann denke ich immer, wow, was ist das für ein toller Ertrag. Lass mich mal gerade einen kleinen Exkurs machen. Es geht ja heute um Erfüllung, erfülltes Leben. Und da darf eigentlich auch Ikigai nicht fehlen. Kennst du das Modell? Diese Idee aus Japan besagt, dass du in deinem Ikigai bist, wenn deine Tätigkeit 4 Merkmale aufweist. Du hast Freude an dem, was du tust. Du kannst gut das, was du tust. Also du hast die Fähigkeiten dazu. Deine Tätigkeit ergibt Sinn.
Und schließlich darf man natürlich auch nicht vergessen, du verdienst genug damit, dass du auch davon leben kannst. Und jetzt dann auch nochmal so die Frage, wäre das was, mit deinem Coaching-Business dein Ikigai zu leben? Ich vermute mal, du bist sicherlich schon kurz davor oder auch hast vielleicht auch schon den ersten Schritt in die Richtung gemacht. Der dritte Weg ist die biografische Erfüllung. Stell dir vor, über dein Leben würde später mal ein Film gedreht. Welche Schlüsselszenen sollten vorkommen? Welcher rote Faden bietet sich an? Welche Kämpfe musstest du ausfechten? Wofür hast du gelebt? Welche Krisen waren wichtig? Welche Glücksmomente? Gehört es später auch dazu, dass du sagst, damals habe ich mich als Coachin selbstständig gemacht und das war die beste Entscheidung in meinem Leben? Du schaust mit Stolz auf das, was du erreicht hast und bist dankbar für diese Wendung in deinem Leben? Die Reise unseres Lebens dann in einem positiven Licht zu sehen, das ist biografische Erfüllung. Bei mir haben die Tiefen in meinem Leben dazu geführt, dass ich Coach geworden bin, dass Resilienz für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Und vielleicht ist es mir ja jetzt auch gelungen, eben meine Anlagen und Kompetenzen genau an der richtigen Stelle einzusetzen, nämlich in meiner Rolle als Persönlichkeitsschürferin in der Zusammenarbeit mit Coaches. Der vierte Weg zum erfüllten Leben ist die Daseinserfüllung. Die Bedürfnisse des eigenen Ichs spüren und verstehen. Schulz von Thun spricht von der kleinen Erleuchtung. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare Formulierung. Denn bei aller Selbstverwirklichung, so wenn wir die Schöpfer des eigenen Lebens sind, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch Geschöpf sind. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich sehr viel davon halte, aktiv zu sein, das eigene Leben bewusst lenken, sich nicht in die Opferrolle zu begeben, sondern wirklich bewusst zu reagieren. Auch wenn Ereignisse, Krankheiten, Schicksalsschläge unerwartet kommen, ich habe immer noch die Freiheit zu entscheiden, wie ich reagiere. Und ich finde, das ist immens wichtig. Aber eben nicht in der Art einer gnadenlosen Selbstoptimierung. Alles geht, alles machbar, sondern auch gepaart mit einer grundsätzlichen Dankbarkeit für mein Sein. So wirklich dann auch ein Stück weit demütig oder ergriffen von dem Bewusstsein, ich bin, ich atme. Der letzte Weg, der ist quasi der Höhepunkt, nämlich die Selbsterfüllung. Das Verwirklichen, was uns im Innersten ausmacht. Hier ergibt sich eine Schnittmenge aus allen Bereichen, aber eigentlich ist hier Mathematik ganz falsch, denn Schnittmenge ist ja nur ein gemeinsamer Teil, der kleiner ist als die Teile, aus denen die Schnittmenge entsteht. Es ist aber eigentlich so viel mehr. Wirklich das Leben, was mich ausmacht, zum tiefsten Innern vordringen und das in die Welt bringen, sich selbst finden und erfinden. Ich erlebe ganz oft, dass gerade eine Coaching-Weiterbildung ein Ort des Suchens und Findens ist. Für Schulz von Thun gehört zur Selbsterfüllung auch eine stimmige Kommunikation. Authentisch zu sein und dabei aber auch darauf zu achten, dass die Kommunikation zum eigenen Wesen und zur Situation passt. Und wenn du dich entscheidest, dich als Coach selbstständig zu machen, dann willst du vermutlich verwirklichen, was dich im Innersten ausmacht. Du willst helfen, unterstützen, motivieren. Du bist erfüllt von dem Gedanken, mit deiner Arbeit Gutes zu tun. Und jetzt werde ich bei all diesen philosophischen Gedanken mal ein bisschen pragmatisch, denn wie schaffst du es, deine edlen Ziele an den Mann oder die Frau zu bringen? Und auch für diese Frage habe ich in diesem wunderbaren Buch bei Schulz von Thun eine gute Antwort gefunden, denn er sagt, deine Kommunikation ist gut, wenn sie stimmig ist. Und stimmig ist sie, wenn sie authentisch ist und wirkungsbedacht, wesensgemäß und situationsgerecht. Das war jetzt ein bisschen viel. Ich möchte das auch nochmal für dich auseinanderdröseln und dir deutlich machen, warum genau dieser Gedanke Basis ist für meinen Ansatz von stimmigem Marketing. Denn es geht in erster Linie darum, dass du dich selbst gut kennst, dass du neu oder auch noch tiefer herausfindest, was dich gerade als Coaching ausmacht und qualifiziert, was aus deinem Leben dir gerade für diese Arbeit nützt. Da helfe ich übrigens sehr gerne mit meiner Rolle als Persönlichkeitsschürferin. Wir bringen deine Besonderheiten, deine Einzigartigkeit gemeinsam ans Licht.
Und wenn du davon erzählst, von deiner Einzigartigkeit, zum Beispiel auf deiner Website, dann bist du authentisch. Aber es ist nicht sinnvoll, einfach alles zu erzählen, bloß weil du es erlebt hast. Es kommt vielmehr darauf an, dass das, was du erzählst, auch wirklich zu deinem Wesen passt. Dass du so erzählst, wie du auch bist. Kein Gedonner und Gedröhn, wenn du eigentlich ein ruhiger Mensch bist. Und es ist auch wichtig, nicht einfach persönliche Storys zu teilen, sondern das, was du erzählst, muss zur Situation passen. Nehmen wir wieder die Situation Website, dann darfst du überlegen, wer deine Texte liest, was passt zu ihm oder ihr, wie kommst du gut an. Kennst du den Satz, der Mensch wird am Du zum Ich oder auch der Mensch wird durch seine Rolle zu dem, was er ist? Jetzt nimm mal deine Rolle als Coach. Was hat diese Rolle aus dir herausgeholt? Was hast du hineingegeben? Wie bist du gewachsen im Dialog mit deinen Coaches? Die Menschen spüren dich im direkten Kontakt mit dir, im Coaching-Gespräch, aber eben auch in dieser imaginierten Gesprächssituation auf deiner Website. Und wenn diese Website gut ist, dann ist zu erkennen wirklich auch, was dich im Innersten ausmacht. Und damit gehen die Menschen in Resonanz. Vielleicht ist es ja auch noch wichtig, in diesem Zusammenhang den Begriff Selbstmarketing zu nennen. Ich weiß, dass viele Coaches, dass das vielen schwerfällt, weil sie nicht eitel sein wollen, weil sie so ein ehrliches Selbststatement manchmal gleichsetzen mit Angeberei. Ich glaube, wenn Coaches wirklich selbstbewusst sind und gleichzeitig diese nötige Demut dem eigenen Sein entgegenbringen, dann spüren das die Leser und es erscheint da kein Angeber, sondern einfach ein großartiger Mensch, ein großartiger Coach. In diesem Weg der Selbsterfüllung steckt für mich ganz klar auch der Impuls, trau dich, ein Leben zu führen, was dir entspricht, vielleicht ja wirklich als selbstständige Coachin. Mach dein Leben daraus, wachse mit den Menschen, die dir begegnen und sei dir immer bewusst, du bist ein wunderbares Unikat. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.